sitzen Kate alle drin. Was haltet ihr davon, mal so eine, was haltet ihr davon, mal so eine aggressive Runde zu machen, so, wo man so richtig sauer wird? Alter, das mache ich doch jede Runde. Ja, aber so alle diesmal. Also okay. Einfach nur anschreien, oder? Einfach nur anschreien, wenn man. Ja, finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Lass aber, das mal aber nur, wenn man natürlich unterschiedlicher Meinung ist. Okay. Wir ja, können genau, ja so genau. Ganz ruhig und ausgeglichen. Ja, lass mal so richtig ruhig anfangen. Sobald aber mal jemand etwas anders meint und genau. Findet, Finde ich geil. Aber wir erzählen es den Zuschauern nicht, dass sie denken, wir sind einfach alle Aggro. Oh mein Gott, Stefan, die Todes-Mordbombe. Aber da musst du auch so, wenn du muted bist, die ganze Zeit so, ey, ich hab extra gesagt, wir sollen eine ruhige Runde machen. Ja, das finde ich so. So sauer. Oh, ich bin schon auf. In dem Sinne, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Morgen Ass. Und ich bin tatsächlich das erste Mal Imposter. I cannot believe it. Wirklich nach 3 Stunden. Ja, sagen wir mal 2. Bin ich tatsächlich das erste Mal Imposter. Ist ja unglaublich. Mit Maoki zusammen. Ah, aber laut werden kann ich gut, ne? Wenn es um Salz geht, kenne ich mich aus. Das ist tatsächlich sehr gut. So, haben wir hier einen Stack-Kill? Seht ihr euch beim Stack-Kill? Kein Stack-Kill? Schade. So, wie geht's euch, meine Freunde? Heutiges Rezept? Ne, heute habe ich kein Rezept für euch. Ich habe letztens gefreestyled und einfach so einen Bauerntopf gemacht. Richtig geil. Mit so Kartoffeln und so ein bisschen Fleisch angeschwitzt. Geht natürlich auch vegetarisch, ne? Aber war ultra lecker. Ich feier Kochen einfach. Ich werde mir demnächst auch ein Setup zusammen basteln, dass ich Core-Streams machen kann, by the way. Also da gerne schon mal Twitch auf Kurzweil-Taste haben. Jetzt müssen wir aber weitermachen und uns irgendwie einen Plan schmieden. Kamera ist an, das ist natürlich super optimal. Wollen wir killen hier? Würde ich schon fühlen, oder? Kennen wir den hier? Nee, wir holen uns erstmal ein Alibi bei Papo. Wir machen den so ein bisschen wild. Wäre witzig, wenn ich ihn jetzt einfach kill, oder? Ah, Mann, ich bin immer so unentschlossen als Imposter. Entweder ich kill zu schnell und es fällt sofort auf, oder ich kill zu langsam und nichts passiert. Wir müssen uns hier einen Plan zurechtschmieden. So, okay, reicht uns. Temperatur, dies, das. Ach, Fix Lights, warte mal, dann machen wir doch den hier, würde ich sagen, oder? Das ist doch eigentlich eine gute Rotation. Bin ich jetzt hier bei der Rakete? Ah, ja. Das ist doch niemandem aufgefallen, oder? Machen wir nochmal die Tür zu. Oh Mann, ich habe gerade eine Aufgabe gemacht, Leute. Das macht doch nichts. Ich dachte, wir spielen diesmal ohne Kill. Hat jemand nützliche Informationen für diesen Kill? Nee, ich habe nichts gesehen. Ich bin in Communications. Ja, das ist schade. Ich habe Timid gefunden in Medbay. Und zwar liegt er in der Mitte von Medbay und da das Licht aus ist und ich gerade die letzte Task von den Kabeln in diesem scheiß Zwischentürraum-Ding machen muss, da habe ich leider nichts gesehen. Bist du dir sicher, dass das nicht ein Self-Report sein könnte? Ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe dort meine Quest gemacht, dann habe ich dieses extrem intensive Stöhnen gehört und habe mir gedacht, ich könnte vielleicht doch mal zum Licht laufen, weil dort niemand ist. Und deswegen bin ich umgedreht und dran vorbeigelaufen. Okay. Hast du denn irgendeinen Verdacht vielleicht? Nachdem Licht aus ist und ich niemanden gesehen habe davor, nein, leider nicht. Okay. Ja, das war relativ plausibel. Also an der Stelle würde ich auch noch den Skip-Button. Ich wünsche dir noch viel Spaß hier. Ja, wir sehen uns gleich wieder, ne, meine Freunde. Gleich, ja, du hättest jetzt mal dein Maul hier. Ey! Okay, den ersten haben wir schon mal. Sehr gut. Ich hätte nicht so laut werden sollen, aber ich hatte Bock drauf. Ich wette mit euch, Blesk hat mich schon wieder irgendwie erwischt. Der hat schon wieder gar nichts gesagt. Der ist schon wieder kein Sass. Also für mich, weil ich bin ja Imposter. Also Sass für mich. Ja, könntest du bitte. Genau, oh Gott, ich dachte, ich bin nicht gemutet. Oh, ich dachte, ich bin nicht gemutet. Ich wäre so am Arsch gewesen. Ja, die Frage ist, machen wir ihn hier weg? Oder nicht? Wir könnten hier für ein Double Kill gehen. Für ein knackiges. Für ein knackiges Gerät. Ja, hau ihn um. Komm, hau ihn um. Mach ihn doch weg!
Ah, oh Mann. Ich bin immer der, der zuerst sich nicht traut. Und drückt er den Button? Ach, der drückt den Button. Weg mit dir. Lights aus. Kamera war, glaube ich, aus. Weiß ich nicht. Der hat mich wuschig gemacht. Der hat mich wild gemacht. Ich hasse die Person, die es war, ey. Ich war gerade schon wieder bei einer Aufgabe, die wichtig war. Hm. Habt ihr was gesehen? Wir müssen jetzt jemanden flippen. Das wird ja, es wird langsam Zeit. Also, ich stehe gerade, wie heißt das Ding, über Weapons? Kannst du nicht lesen, oder was? Weapons. Was? Communication, dankeschön. Ich stehe gerade in Communication. Welche Leiche? Kaya. Ist Englisch ein bisschen schwierig? Vor mir, und ich glaube tatsächlich, dass es Mauki ist, weil sie ist, ich glaube, so lange hergelaufen. Und als sie mich gesehen hat, hat sie die Richtung gewechselt. Und ich war jetzt gerade in einem Task drin, deswegen habe ich nichts gesehen. Und ich würde ihr zutrauen, dass sie jetzt vor mir absichtlich Kaya aufzureden! Mehr geben kann. Komm on! Du kannst wieder auf mich gehen! Raste aus! Sola? Ey, jetzt mal nicht so laut! Wir beruhigen uns jetzt mal wieder hier, das kann doch nicht sein! So eine entspannte Runde! Mein Puls ist schon fast wieder unten! Ey, ich skipp das jetzt hier! Und schreit sie rum! Und ihr fliegt sie! Raus mit dir! Raus! Ah, besser ist es! Das hast du verdient! Max Saki, sag's ihr! Ja! Kann ich mehr spielen gegen solche Leute! Okay, ich bin mir noch nicht sicher, ob das eine gute Idee war, Guys. Ich bin mir noch nicht sicher. Ah. Kackkinder, ey. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie viel Dezibel ihr bei der nächsten Folge haben wollt. Ja. Das ist schwierig, okay. Wir müssen das jetzt hier irgendwie noch rumreißen. Weil ich bin halt noch nicht verdächtig. Das Gefühl, Sterzig ist ein bisschen auf meiner Seite. Ich habe ihn fast umgebracht. Sterzig ist, glaube ich, ein bisschen auf meiner Seite. Kann das sein? Ah, ich weiß nicht, hier ist Max irgendwo. Bring sie um. Bring sie um. Oh, shit. Könnte es das Alibi des Jahres sein? Oder... Ich hab grad geintet. Eins von beiden. Okay, Sterzig, du machst hier die Seite. Sehr gut. Jetzt tun wir natürlich kurz mal so und checken, ob auf der anderen Seite jemand gestorben ist. Weil man weiß es ja nicht. Ah, ist schwierig. Weiß ich noch nicht, wie wir die Runde jetzt holen hier. Es sind, glaube ich, nur noch vier übrig, ne? Ja, es sind nur noch vier. Herzlich ist da. Boah, warte Runde hier. Zumindest, wenn Max und Sterzig halt groupen, dann kann ich ihn jetzt hier nicht, kann ich sie jetzt hier nicht umbringen. Das könnte jetzt übel schlau oder übel dumm gewesen sein. Ey Leute, ich war gerade schon wieder bei Simon Says, warum reportet ihr denn die ganze Zeit? Mit euch kann man ja nicht. Du hast die Aufgaben schaffen. Immer noch nicht fertig. Und du hast vorhin gesagt, was ist das denn? Halten. Was ist das eigentlich überhaupt für eine. Wie benimmst du dich eigentlich überhaupt? Wie benimmst du dich? Ja, ich gehe. Jo, Sola, wo warst du die Runde jetzt, hä? Ich war gerade oben rechts beim Reaktor. Ich weiß nicht, was schon wieder diese Anschuldigung hier soll. Und was hat ich hab da gemacht? Meine Hand drauf gemacht und halt einfach als Einziger meinen Job erledigt. Ich sag dir, wie es ist, Sola. Mhm. Gnu ist es. Ich hab die Leiche unten gefunden im Admin. Und Admin, muss okay. Es sein, allein wie sie eben, nicht Admin, wie heißt denn, doch Admin, da unter der in der Bibliothek da. Wo jetzt streng dich mal an jetzt hier nochmal. Und ich bin mir gerade ziemlich sicher, dass es Gnu ist, dass sie direkt wieder ausgerastet ist. Ja, oder verstehe ich auch nicht diese Aggressivität. Könnt ihr auch nicht spielen. Ich verstehe nicht, warum man immer so laut werden muss hier. Mann, jetzt halt doch mal die Klappe. Okay, hast du recht. Ja, es ist Gnu. Obvious. Ha! Okay, schade. Danke für dein Vertrauen, Max, dass wir Mauki losgeworden sind. Jetzt mal bitte wieder ruhig. Also es hat mich wieder aufgeregt, dass hier irgendwelche Leute sich gegenseitig
anmachen, können wir einfach eine ganz normale, ruhige Runde spielen, Mann. Sorry, aber genau. Ich kann halt einfach nicht mehr. Nee, wirklich, ich hab keinen Bock zu hören. Ich hab keinen Bock, es zu hören. Ich brauch den Code. Du, wir haben's jetzt verstanden. Ich muss leider los, Leute. Wie viele Runden machen wir noch? Du musst, oh. Ja. Also eigentlich noch danach eine, aber wenn du Zeitdruck hast, dann verstehen wir das natürlich. Du meintest 18 Uhr, oder? Habe ich das falsch verstanden? Ja, weil ich noch eigentlich dachte, dass keine weiteren Aufnahmeslots sind. Also. Ja. Ja, die noch, aber dann muss ich wirklich los. Okay. Okay, sorry. So, sorry, nochmal S. S-D-A-G-I-F. Stargif. Genau. Das ist so wie Stargate, bloß in Doof. Nee, wie Detlef, nicht wie... Okay, das geht's. Und jetzt haben wir noch ein bisschen lieb, meine Freunde. Ja, Abfahrt, Freunde. Okay, ein bisschen mehr Harmonie hier. Schwein. Ja, sorry, ein bisschen... Ich war echt laut letzte Runde, sorry. War? What? Mann, ich bin grün! Nee. Zweimal in Folge Imposter. I cannot believe it. Das sind die ersten beiden Imposter-Runden des gesamten Tages. Und die sind beide in meiner Aufnahme. Es ist so schön. Es ist einfach nur so schön. Das muss ich jetzt aber auch nutzen, ne? Darf ich jetzt nicht verkacken. Wie machen wir das jetzt? Ich habe nicht gesehen, wer mein Mate ist. Das ist natürlich... Ah, das ist ganz schwierig. Okay. Hallo Freunde. Chin. Na? Immer diese rohe Gewalt, ich kann es nicht verstehen. War irgendwer von euch an Lifelines? Nee, die Leiche ist in Lifelines. Okay. Ja. Also ich kann eigentlich auch sagen, wer es ist, aber. Soll ich? Lifelines? Ich glaub, woher? Weißt du das? Ja, also. Lifeline, du Vollidiot. Oh. Sag mal. Also, die Leiche liegt vor Lifeline und Sterzig ist mir von der Leiche entgegengerannt. Also weggerannt von der Leiche. Okay. Alter, ich war unten ein Admin, Bruder. Das stimmt so gar nicht. Hä, ich wann pass denn? Auf Timid. Außerdem bin ich mit deinem Bruder. Ich bin vor 30 Sekunden bin ich Timid unten links bei der Tür beim Eingang entgegengelaufen. Und ich kam unten aus Admin. Und er sagt, ich komme mir von der Leiche entgegen. Ja, also ich bin halt in Office rein. Ja, ich also bin die entgegen. Die Leiche ist schon alt und ranzig, oder? Ich war immer dein größter Verbündeter, ne? Aber nachdem du vorhin gesagt hast, du hast mich. Ich hasse dich doch nicht, das habe ich nie gesagt. Doch, in deiner Folge. Oh, ich hab's aufgenommen. Oh. Wow, danke Leute, danke dafür. Und Mauki. Das war halt. So ganz kleine Sachen, die du machst. Timmy, danke für den Random Kill. Er ist safe raus. Danke für den Random Kill. Wenn ich für Timmy vote, dann fliege ich jetzt nicht raus. Aber wieso haben denn zwei Leute für mich gewotet? Ey, jetzt mute doch mal die Scheiße hier. Kann nicht angehen. Reicht mir hier mit euch. Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Ja, dann geh doch. Ja, vielleicht mach ich das auch! Ja, bitte! Ach, Kinder. Hey! Gefällt mir die Runde, gefällt mir bisher. Doch. Hey, Marco, wenn du nicht sofort dich mutest! Ich mach das, wenn ich will, okay? Die Weihnachtszeit. Egal, wer mich hier gerade rausgeworfen hat! Es ist gerade Chaos im Discord, das heißt, ich kann jetzt schön für eine Killing Spree gehen. Oh, Scheiße. Das ist gut. Das war schon mal ein Free-Kill, gefällt mir. So, jetzt geht niemand zur Security, weil das wäre ja dumm. Na doch, Max geht dahin. Warum denn, Max? Mann, warum denn? Ja, das habt ihr ja wieder toll hinbekommen. Endlich toll. Ist er tot, sag ich, wie es ist. Richtig schön habt ihr das gemacht. Super. Nicht mal die scheiß Lichter bekommt ihr ohne mich angemacht. Ihr habt mich da unten gemoved. Ey, warum regst du dich jetzt so auf? Also ich finde, in so einer Runde braucht man auch immer so ein bisschen einen Ruhepol. Nee, Papo, ist vorbei mit ruhig. Okay, ich habe die Leiche reported, lag in Camps. Sola, was hast du die letzten 10 Sekunden gemacht? Die letzten 10 Minuten habe ich ungefähr 8 Minuten tot verbracht. Haha, mach dich mal lustig! Nee, ich kam aus Weapons, ich verstehe jetzt auch wieder nicht, was diese Aggression von dir soll, bin dann Richtung Lights gelaufen, aber ihr wart leider schneller als ich. Dann bin ich wieder rausgemoved. Ja, aber du kamst von links. Was wenn von man links? Rausgeht. Ich kam nicht von links. Ich kam von rechts. Sind aus Lights raus, richtig, Mauki? Ja, und ich kam von rechts. Was soll das jetzt hier? Rechts, links ist das, wo der Daumen rechts ist. Geh mir auf den Sack, was soll die Scheiße jetzt? Ich kam von rechts. Ey, nein, Sola ist natürlich. Der Schuldige. Ich kam von rechts. Schuldig. Scheiße, Pat.
Okay. Versuchen wir es nächste Runde nochmal. Wer overwaltet mich, ich raste dann aus. Ich denke, wir kriegen das hin. Ach, schön, mal so ein bisschen Aggression abzulassen, muss ich sagen. Das gefällt mir. Vielleicht sollte ich so eine Warnung, eine Lautstärkenwarnung am Anfang der Aufnahme einblenden, aber dann müsste ich ja mein Video schneiden. Das ist ja Among Us Videos schneiden. Wo sind wir denn hier? Ich sehe da überhaupt nicht. Das Doofe ist, er hat mich ja jetzt ertappt, aber er hat halt, also er ist ja blind. Ich kam ja wirklich von rechts. Das ist halt jetzt eine schwierige Situation. Er hat recht, aber weil er Unrecht hat, hat er recht. Das ist ein bisschen unangenehm. Tatsächlich. Ja. Vielleicht kriege ich hier einen Freakit, das wäre nice. Hier ist leider keiner, das ist sehr schade. Ja, ich muss jetzt, glaube ich, einmal das Tempo anziehen hier. Ich muss langsam ein paar Leute killen. Ich sag mal, Max ist ja jetzt so ein bisschen sass mit mir zusammen. Das heißt, den lassen wir am Leben. Mal gucken. Wenn wir noch abmuxen hier. Ignu vielleicht? Weiß ich nicht. Glaube ich, ein bisschen zu obvious. Aber jetzt kann sie mir vielleicht ein Alibi geben, weil ich hätte sie ja gerade wegmachen können. You feel me? Ich glaube, das war smart. Ich glaube, das war richtig, richtig smart, das nicht zu machen. So, Kameras sind aus. Ich sehe halt keine Gegner. Ich würde hier gerne mal jemanden wegschnetzeln. Aber wobei, ich meine, die machen ja auch keine Tasks, von daher habe ich ja Zeit. Ich mache jetzt selber mal kurz Kameramann hier. Kriege ich da ja eine kleine Übersicht. Hab one Lifeline, aha. Die Kameras auf dieser Map sind wirklich elendig useless. Okay, Papo ist in Lab rein. Machen wir jetzt das Licht aus. Killen ihn jetzt in Lab. Und weiter habe ich den Plan noch nicht zu Ende gedacht. Killen ihn hier. Gehen jetzt Lights fixen. Oh ja. Lag links neben Laboratory und im Laboratory waren Mauki, Kaya und Timid. Aber Kaya ist nach unten gegangen, Mauki auch. Nur Timid ist nach links gegangen und da lag gerade die Leiche. Okay, das ist doch schön. Das ist korrekt. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Ich habe nur gesehen, dass das Papa in Labor reingerannt ist. Und jetzt, warte, hast du Papa gefunden? Hast du Papa gefunden? Hat er doch gesagt gerade! Tut mir leid. Okay, sorry. Ja, ich bin's nicht. Ich denke, es ist Mauki seit Anfang an, weil... Die kann Mauki den Kill nicht gemacht haben. Ja, doch, das kann sie gemacht haben. Weil Mauki ist nämlich die Einzige, die nicht auf Sterze gegangen ist, sondern auf mich. Weißt du, ich hab gar keinen Problem. Sie hätte den Kill machen können, bevor sie reinkam, dann hättest du aber die Leiche gesehen. Ey, hör mir mal zu. Sie hätte den Kill machen können, aber lange bevor beide in Laboratory waren und als du... So, tschüss, Arschloch. Ah, besser so, endlich ist er raus. Endlich ist er weg. Du kannst dich gleich entschuldigen. Das habe ich jetzt nur... Ja, das klang jetzt ein bisschen komisch, falls ihr die anderen Runden nicht geschaut habt. Aber das hat Timid die ganze Zeit gemacht, wenn er gestorben ist, so. Siegesgeheul, wisst ihr? Deswegen habe ich das jetzt auch gemacht. Bitte nicht falsch verstehen. So, machen wir jetzt Licht mal an. So ganz langsam, ganz entspannt. Zack, Licht ist an. So. Max und Mauki sind jetzt so ein bisschen sus, ne? Wir nehmen übrigens mit Kaya Jana gerade auf, ja? Also, falls ihr die Stimme erkannt habt. Finde ich tatsächlich mega witzig, dass er einfach mal so mit dabei ist. Also Gnu oder Kaya müssen wir jetzt wegschnetzeln. Die sind die einzigen, die bisher noch nicht so wirklich... Denen kann man nichts anhängen. Die sind aalglatt leider. Wo sind sie denn? Hier ist einer in Office. Wer ist hier in Office? Der wird weggemacht. Ei, okay, hier sind ein paar mehr in Office. Hallöchen! Mauki, warum verfolgst du mich die ganze Zeit? Na, weil ich dich lieb hab. Hast du nichts zu tun? Keine Aufgaben? Nee. Alles schon fertig? Nee. Wartest du auf den Kill-Cooldown? Nee. Kannst du was anderes sagen? Also, nee. Walkout. Also ich muss sagen, Kaya ist für mich relativ proof, weil er ist in Weapons reingegangen, als ich es verlassen habe. Dann war ich oben bei Lights, bin umgedreht, habe geguckt, was umgeht und er kam dann gerade raus. Sprich, er hatte einfach die ganze Zeit Weapons gesagt. Es sind nur 16 Sekunden. Saftbefehl sagt hier gar nichts die ganze Zeit, ja? Die ganze Zeit nicht. Ja, stimmt. Aber du verhältst dich verdächtig.
Aber ja, also ich glaube, nur weil die Runde davor hatte sehr viel Zeit, mich zu killen. Ich würde auch behaupten, dass es Mauki wahrscheinlich ist. So wobei sie dich bei Licht hätte killen können, ne? Aber vielleicht. Ich glaube, vielleicht ein bisschen zu auffällig, das Bot da. Aber jetzt kann die Hexe in der Lava brennen. Boy. Oh boy, wird das eine 1v9-Runde? Das wird ja eine richtig geile Runde. So, okay. 4 Leute noch übrig. Wir müssen jetzt einen killen und dem anderen es anhängen. Ich glaube, wir killen Max. Und versuchen die anderen beiden einfach zu mindgamen. Ich glaube, Max kriege ich hier nicht mehr. Rausgeholt. Was jetzt an hier? Hier sind 3 Leute. Ich will Max killen, bitte. Hat das gesehen? Ich könnte jetzt einfach auf den Kill-Cooldown warten oder ich report und sage, es war Kaya. Frage ist, wie interpretiert sie das jetzt? Interpretiert sie das jetzt als ich war's? Ich drück jetzt einfach mal. Wir haben beide das gleiche gesehen, oder? Ja, wir haben beide das gleiche gesehen. Perfekt. Ja, tut uns leid, Kaya. Ihr Vögel. Ich bin unschuldig. Seid ihr die letzten mit dem Stack-Kill muss noch ein bisschen üben. Da hab ich ja sowieso keine Chance. Ja, ich weiß auch nicht. Max macht da ganz unschuldig rechts den Reaktor weg und dann sehe ich vor meinen Augen, vor meinen noch unschuldigen Augen, wie Max da einfach ermordet wird. Ich weiß auch nicht. Es ist gut, es ist gut. Also ihr zwei seid die letzten. Ich weiß nicht, was du machst. Aber dann hättet ihr schon längst gewonnen, oder? Ich weiß nicht. Der hat nur seinen Job gemacht. Wen soll ich denn jetzt rausvoten? Ja, Spaß beiseite, Kaya. Ich habe gesehen, wie Gnu ihn weggemacht hat. Stimmt. Ich habe keine Ahnung. Ist das dumm? Ah, schön. Oh. Ja, Junge. Ihr habt gewonnen. Gratulation. Danke, danke. Hab erst eine Runde gesagt, das Sola. Nee, das ist eine Lüge. Ich bin so lost. Aber ich bin wirklich von rechts gekommen. Ganz wichtig, Sola, wir machen es jetzt so, weil Kaya weg muss und Kaya hat ja die letzte Aufnahme gemacht. Er hat alles aufgenommen, er schneidet dann seine Highlights quasi zusammen. Werde alles gegen euch verwenden. Die perfekt. Nächste Folge kommt bei Kaya, das kannst du jetzt anmoderieren. Genau, Leute, die nächste Folge kommt bei Kaya. Schaut da gerne vorbei, Link ist in der Beschreibung. Kaya, lass einen Daumen nach oben da. Pa, pa, pa. Kaya Jana. Kaya zockt. Danke, David, dass ich mitspielen durfte. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und wo soll ich das hochladen? Tschüss. Bei dir. Auf Facebook, bitte.